Guten Morgen und herzlich willkommen zur Lage der Liga. Es ist der letzte Spieltag vor der Katar-WM. Wir haben reichlich Themen und deswegen sind wir heute auch doppelt so lang. Eine Stunde Fußballanalyse mit einem ganz besonderen Gast. Hans-Joachim Watzke, der BVB-Boss, heute in der Lage der Liga. Seine Laune war wahrscheinlich schon mal besser. Zwei Niederlagen in Folge, zuletzt für Borussia Dortmund. Über die durchwachsene Hinrunde werden wir mit ihm sprechen und über vieles mehr, auch über die Kaderbekanntgabe. Hansi Flick hat sich für die 26 Spieler entschieden, die den Titel holen sollen in Katar für Deutschland. Da waren Überraschungen dabei, da waren Enttäuschungen dabei. Auch das unser Thema heute in der Lage der Liga und mit mir im Studio Alfred Draxler und Walter Straten. Hallo. Schönen guten Morgen. Bevor wir gleich in die Tiefe gehen, wollen wir uns aber einmal inspirieren lassen von Walters Kolumne, die dieser Sendung den Namen gibt, die Lage der Liga. Früher gab es einen Herbstmeister. Diesmal den Wüsten-WM-Pausenmeister. Natürlich den FC Bayern. Der Wüste-Titel passt eh am besten nach München. Allein schon wegen der engen Geschäftsbeziehungen zu Katar. Geschuldet ist er aber auch der Dummheit der klassischen Konkurrenten, die nicht mal Bayerns Krise nutzen konnten. Die kleinen Giganten Union und Freiburg retten wenigstens etwas noch das Meisterkampfgefühl. Zwei Bayern-Jäger wechselten zu Recht die Trainer. Xabi Alonso bringt Leverkusen wieder hoch. Marco Rose lässt Leipzig aufblühen. Und Dortmund? Trainer Terzic hat ebenso wenig die Erwartungen erfüllt wie die hochgelobten Abwehreinkäufe Süle und Schlotterbeck. Kein Club hinkt derzeit den eigenen Möglichkeiten so hinterher wie der BVB. Obwohl die Rauswurfmentalität in der Liga mit 5 Trainerentlassungen nach 10 Spieltagen rekordreif ist, sitzt Terzic in Dortmund sicher. Ein Dortmunder Jung feuert man eben nicht so schnell. Offenbar hat der BVB auch ein Problem an den Füßen. Aufmerksamen Fans fällt seit längerem auf, dass BVB-Spieler in entscheidenden Situationen wegrutschen. Beim 2:4 in Gladbach zum Beispiel Julian Brandt vor dem ersten Gegentor. Achten die Profis zu sehr auf das Aussehen ihrer Schuhe und zu wenig auf Standfestigkeit? Der beste Transfer der Saison ist Mario Götze. Wer hätte gedacht, dass er über Eindhoven und Eintracht noch zur WM fliegt? Jetzt geht's erstmal in 68 Tage Pause. Die Liga kehrt mit dem Knaller Leipzig gegen Bayern zurück. Aber was machen wir nur bis dahin? Ja, was machen wir bis dahin? Wieder einige spannende Thesen dabei. Alfred, du giltst als größter Kritiker dieser Kolumne. Was war diesmal dabei für dich? Naja, ich bin der größte Kritiker, weil er immer was drin hat, was irgendwie mich ärgert oder was ich nicht verstehe. Heute dafür bin ich Frage, da, um dir was zu erklären. Naja, gut, aber die Frage, was machen wir bis dahin, bis zum Restart der Bundesliga, Walter? Wir haben eine Fußball-Weltmeisterschaft vor der Brust. Und da haben wir sonst jahrelang darauf hingefiebert. Also ich werde in den nächsten Tagen viel WM gucken. Und ich glaube, dass es ganz viele tun werden. Ich glaube, dass die trotz der Boykottaufrufe, trotz der Probleme, die rund um diese WM bestehen, riesen Einschaltquoten geben wird. Und du wirst an die Bundesliga weniger denken, als du jetzt gerade vermutest. Das mag sein. Im Moment tut es mir noch sehr leid, dass die Bundesliga stoppt. Und ich kann mich noch nicht an den Gedanken gewöhnen, dass wir beim Glühwein Weltmeisterschaft gucken. Okay, ich bin Schalker, ich habe eine kleine Pause verdient. Dann hast du mit der Bundesliga nicht mehr so viel am Hut. Ich habe eine kleine Pause verdient und mache WM. Über die Bundesliga und auch über die WM wollen wir jetzt reden mit Hans-Joachim Watzke, der BVB-Boss, heute Stargast in der Lage der Liga. Guten Morgen, Herr Watzke. Ja, schönen guten Morgen. Herr Watzke, Sie haben mal gesagt, nach Niederlagen haben Sie mindestens bis Dienstag schlechte Laune. Jetzt haben wir Sonntag, sind wir also mittendrin. Ja, das war aber auch für dann, wenn das Spiel am Wochenende war. Jetzt war es ja Freitagabend und ich muss ganz ehrlich sagen, bis gestern Abend war ich komplett sauer. Das muss man auch gar nicht kleinreden. Also was wir am Freitagabend abgeliefert haben, das war einfach unter aller Kanone. Und wie wir verteidigt haben, das habe ich auch selten erlebt. Wobei verteidigen heißt ja nicht nur, dass die Viererkette damit gemeint ist, sondern verteidigen tut schon normalerweise auch die ganze Mannschaft. Am Freitag war das nur sehr in Fragmenten zu erkennen und da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Ja. Dass Sie heute schwarz tragen, ist das symbolisch für die Situation? 9 Punkte hinter Bayern.
Ja, ist schwarz. 9 Punkte hinter Bayern, Platz 6. Das kann natürlich jetzt nicht so richtig befriedigend sein. Ist die Saison bisher katastrophal, enttäuschend oder so, naja, für Sie? Ja, das ist ja, ich weiß ja, wie Boulevardjournalismus funktioniert. Und erstens habe ich einen blauen Pullover an, keinen schwarzen, aber das kann man vielleicht auf die Distanz auch nicht erkennen. Fakt ist eins, man muss, selbst wenn man sich aufregt und wenn man sauer ist, sollte man trotzdem versuchen, sauber und vernünftig zu analysieren. Wenn Sie Ihre Kolumne von heute, vor einer Woche geschrieben hätten, hätten alle gesagt, ja, der Straten, der hat es auch nicht alle. Weil bis letzten Sonntag waren wir nämlich gut im Rennen. Wir hatten 25 Punkte aus 13 Spielen, das ist okay. Wir sind in der Champions League weiter, Pokal weiter. Nur diese Woche war einfach, die war sehr schlecht sogar, das muss man einfach eingestehen. Insofern ist es aber trotzdem eine Momentaufnahme. Ich erwarte eigentlich jetzt, dass unser Sportdirektor und Trainer sich jetzt mal in der kommenden Woche zusammensetzen, überlegen, was ist diese Woche schiefgelaufen, was ist idealerweise ohnehin noch zu verbessern. Und dann werde ich auch mit beiden, ich gehe auch ein paar Tage mit nach Asien mit dem BVB, und dann werden wir zu dritt auch mal die Sachen noch mal analysieren, und dann werden die beiden mir sicherlich auch sagen, was sie so in dieser Woche besprochen haben. Ja, lieber Aki, einmal für die Zuschauer, wir beide kennen uns schon so lange, dass wir per Du sind, und das wollen wir auch hier nicht peinlichen. Ja. Aki, wenn die Frage ist, warum Bayern 10-mal hintereinander deutscher Meister wurde oder wird und vielleicht das 11. Mal auch wieder, sagst du immer gerne, dass der finanzielle Vorteil der Bayern nicht aufzuholen ist, dass Bayern aufgrund der finanziellen Stärke einfach Meister werden muss. Jetzt seid ihr mit einer größeren finanziellen Stärke als Freiburg oder Union Berlin hinter diesen beiden Clubs. Führt das deine Argumentation, was Geld und Fußball anbelangt, ad absurdum? Nö, ganz bestimmt nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass derjenige, der das meiste Geld hat oder der mehr Geld hat, grundsätzlich immer vor dem steht, der weniger hat. Fakt ist eins, der Unterschied zwischen Bayern und Borussia Dortmund ist ja deutlich größer als der zwischen Borussia Dortmund jetzt zum Beispiel und Union Berlin und Freiburg, was aber nicht bedeutet, dass wir deutlich mehr Geld auch zur Verfügung haben als beide Clubs. Nur beide Clubs, und das ist ja auch das Schöne, und ich bin ja eigentlich hier heute hingekommen, weil ich auch für die Liga und für den DFB spreche und nicht nur für Borussia Dortmund. Ich bin mit der Bundesliga momentan sehr, sehr glücklich, weil wir haben eine tolle Bundesliga bis jetzt gespielt nach 15 Spielen. Union macht es großartig, Freiburg macht es großartig, Frankfurt ist viel besser geworden. Auch das ist ein Teil der Wahrheit, dass die Bundesliga in den ersten 6 oder 7 Positionen viel enger zusammengerückt ist. Und nochmal zu dem Thema Bayern München. Für mich war eins klar, auch schon vor der Saison, in dem Moment, wo ich die Diagnose vom Sebastian Allaire bekommen habe, dass er Krebs hat, da wusste ich, dass es für uns nicht ganz so einfach wird, weil wir haben letztes Jahr noch Erling Haaland gehabt, einen der besten Stürmer der Welt, und dass der uns fehlen würde, war klar. Wir haben dann auf die Karte Sebastian Allaire gesetzt, und niemand kann da irgendwas dazu. Aber wenn dann so ein Spieler uns verloren geht, wird es schwierig, Bayern München zu packen. Nichtsdestotrotz ist Bayern auch noch kein Meister. Die müssen jetzt beim nächsten Spiel nach Leipzig. Dann gucken wir mal, wie das ausgeht. Die Leipziger machen es sehr gut. Oliver Minzlaff macht einen Riesenjob. Bin ja mit ihm auch sehr befreundet und kann ihm da auch noch ein Kompliment machen. Dem hat man aber auch vor 8 Wochen gesagt, oh, was ihr in Leipzig alles für Fehler macht und was weiß ich was. Also es ist noch alles sehr stark auch eine Momentaufnahme. Und trotzdem großes Kompliment an die Clubs, die es aktuell sehr, sehr gut machen. Abgerechnet wird aber am 34. Spieltag. Und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Würdest du denn sagen, dass der FC Bayern in diesem Jahr wirklich zu packen ist? Wir sind schon wieder vorne. Der 11. Titel wird von allen erwartet. Also mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass es da wirklich einen Wechsel geben könnte an der Spitze. Auch wenn du sagst, RB Leipzig hätte eine Chance. Und ich glaube, du hast Dortmund, wie ich dich kenne, auch noch nicht ganz abgeschrieben. Ich habe nicht gesagt, dass RB Leipzig eine Chance hat. Ich habe nur gesagt, dass RB Leipzig die Chance hat, jetzt die Bayern vielleicht beim nächsten Spieltag zu schlagen. Das Bayern München. Und selbst vor 6, 8 Wochen wurden ja selbst da alle Personen irgendwo zur Disposition gestellt, was ich auch nicht verstanden habe. Bayern München hat eine absolute Top-Mannschaft. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das war jetzt aber für uns auch nichts komplett Neues. Und sie sind jetzt wieder in der Spur. Sie gewinnen alle 6 Champions League-Spiele. Sie sind in der Bundesliga
jetzt wieder, ich weiß nicht, wie viele Spiele sie hintereinander gewonnen haben. Und dann ist es automatisch so, dass du oben bist. Und sie haben einfach die beste Mannschaft. Und Meister wird eine andere Mannschaft nur dann, wenn sie konstant über ein Jahr komplett über ihre Verhältnisse spielt, so wie wir das zum Beispiel 2011 mal beim BVB hatten. Und wenn die Bayern aber auch über einen längeren Zeitraum mal unter ihren Verhältnissen spielen, ansonsten wird sich da nicht so viel dran ändern. Aber wir müssen auch nicht immer nur auf dieses Thema gucken. Gucken Sie mal, wie spannend es ist. Wie spannend es ist, oder guck mal, Alfred, wie spannend es ist in der Champions League Plätzen. Und guck mal, wie es aussieht unten. Gut, Schalke, das wird dich am meisten schmerzen, ist jetzt ein bisschen abgeschlagen, aber nichtsdestotrotz habe ich auch das Gefühl, dass der Reis da was bewegen kann, und ansonsten ist es extrem spannend. Und nochmal, am 34. Spieltag gucken wir, wer die Positionen hat. Und ich nehme einfach für den BVB in Anspruch, dass wir eine sehr hohe Konstanz in den letzten Jahrzehnten hat, auch wenn uns das jetzt momentan niemand glaubt. Und ich sage euch ein Beispiel, ich habe mir das mal angeguckt, seit wir 2011 Meister wurden, haben sich 4 Clubs in Europa in den großen Ligen 12-mal für die Champions League qualifiziert. Das ist der FC Bayern, Real, Barcelona, Man City. Und nur noch 3 kommen auf 11 Qualifikationen Champions League. Das ist Borussia Dortmund, Paris und Juventus Turin. Also insgesamt nur 7 Clubs. Und daran erkennt man, auch wenn das jetzt vielleicht heute ein bisschen anders erscheint, aber daran erkennt man, dass Borussia Dortmund doch die letzten 12 Jahre eine sehr hohe Konstanz hatte. Ja, und es gibt ja auch ein paar positive Erscheinungen in dieser Hinrunde. Jude Bellingham gehört natürlich dazu. Mit 19 Jahren ist er einer der Anführer beim BVB. Ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, aber glauben Sie, es gibt eine Chance, ihn zu überzeugen, über den Sommer hinaus beim BVB zu bleiben? Wir werden ein Gespräch führen jetzt. Ich denke mal, sobald Katar zu Ende ist, dann werden wir mal ein grundsätzliches Gespräch führen, was er eigentlich möchte. Werden wir mit ihm führen, mit seinen Eltern führen, zu dem wir ein sehr, sehr enges Verhältnis auch haben, auch mit seinem Berater führen natürlich. Und dann soll er uns einfach sagen, ob er da bleiben möchte oder ob er gehen möchte. In beiden Fällen werden wir das ganz angenehm und vernünftig miteinander besprechen, dass wir grundsätzlich uns auch gut vorstellen können, dass er bei uns bleibt. Aber wir müssen auch nicht so tun, als wenn das Thema nicht auf dem Tisch wäre. Und wenn er aber sagt, ich möchte was anderes machen, oder wir können uns auch in keinen, wir können auf, die ganz großen Europas sind dann da, und da können wir auch keinen finanziellen Kampf uns leisten. Also dann, wir sind dann da, wenn Jude und Familie dann sagen, wir wollen auf jeden Fall noch in Dortmund bleiben, dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden. Und wenn nicht, dann werden wir auch eine Lösung finden. Jude ist ein wunderbarer Junge, großartiger junger Fußballer, der auch noch seine Schwankungen hat. Das haben wir ja jetzt auch wieder gesehen. Aber er ist sicherlich eines der größten Talente, die es im europäischen Fußball gibt. Weil wir gleich bei dem Thema sind, Moukoko ist auch spannend, die Situation. Warten Sie da jetzt nur auf den Tag der Volljährigkeit, der ja am WM-Starttag sein wird, und ist dann alles klar, dass dann er selbst seinen Vertrag verlängern wird, oder gibt es da größere Probleme noch? Ja, sagen wir mal so, wenn er jetzt 18 wird, das ist ja jetzt bald der Fall in diesem Monat noch, dann hilft das natürlich schon mal deutlich. Und aber da muss auch Youssoufa muss sich auch mal dann selbst darüber im Klaren sein, welcher Club ihn eigentlich in diese komfortable Situation gebracht hat, in der er heute ist. Er ist noch nicht mal 18 Jahre, er hat eine Riesenkarriere bis jetzt schon gemacht, er ist jetzt mit in Katar dabei. Er hat einen Trainer, und das ist auch ganz wichtig, er hat einen Trainer, der extrem ihm hilft, der ihn extrem weiterentwickelt, genauso wie Edin das auch mit Jadon Sancho gemacht hatte. Und der ist aber jetzt nicht im englischen Kader dabei und war bei der Meinung vor anderthalb Jahren, dass er uns verlassen sollte. Und das sollte dem Youssoufa mal schon auch ein bisschen zeigen, dass er hier am besten aufgehoben ist. Und er hat alle Möglichkeiten, eine große Karriere zu machen, aber dazu ist es aus meiner Sicht sportlich, allein sportlich, komplett wichtig, dass er hier bleibt, wo er weiß, dass hier die Leute auf ihn setzen, dass er auch von den Fans geliebt wird, dass der Trainer ihn massiv unterstützt. Also es gibt für mich überhaupt keine andere logische Schlussfolgerung, als dass Youssoufa sagt, ich bleibe beim BVB. Das haben Sie Edin Terzic sehr gelobt. Fakt ist aber auch, er steht 6 Punkte im Vergleich zu Marco Rose im Vorjahr dahinter. Edin Terzic, ja, Sie lachen, aber die Frage müssen wir stellen.
diese Vergleiche, die sind so blöd, aber ich verstehe euch ja, dass ihr die machen müsst, ist ja auch klar. Also ja was aber die Vergleiche, die hinken an jeder Ecke. Hat er einen Bonus bei euch? Dann dort sage ich Ihnen jetzt mal eins. Der Marco Rose ist ein toller Trainer. Wir haben uns gemeinsam mal entschieden, dass sich unsere Wege trennen, weil wir das Gefühl hatten, irgendwas, er ist hier nie so komplett angekommen und irgendwas war da, was dem Ganzen so ein bisschen im Wege gestanden hat, ohne dass jetzt, wir wissen es ja selbst nicht so genau. Wir haben diese gemeinsame Entscheidung getroffen. Ich habe Marco Rose in Leipzig getroffen beim Länderspiel gegen Ungarn. Wir haben uns wunderbar unterhalten, haben auch vereinbart, dass wir weiter unseren Kontakt aufrechterhalten. Und zu Edin. Edin ist aber zum Beispiel, wenn man schon jetzt diese blöden Vergleiche wirklich führen, dann sollte man auch mal, dann aber auch fairerweise sagen, dass wir noch in der Champions League sind, dass wir noch nicht kläglich aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Auch das gehört ja zu einem Vergleich, wenn wir das schon machen wollen, dazu. Edin ist ein Trainer, der sich ständig weiterentwickelt, der extrem fokussiert ist, der diesen Club nicht nur liebt, sondern der ihn kennt, der genau weiß, was wir jetzt machen müssen. Aber er hat natürlich auch eine Mannschaft, die noch zu großen Schwankungen ausgesetzt ist. Und da müssen wir dran arbeiten. Aber ihr braucht mir jetzt Edin nicht schlecht reden. Edin Terzic macht einen tollen Job. Und er wird noch sehr lange einen tollen Job bei Borussia Dortmund machen, weil von dem sind wir definitiv hundertprozentig überzeugt. Trotzdem, Aki, sind 6 Punkte weniger als sein Vorgänger, glaube ich, nicht unbedingt zum Lachen für die Fans manchmal. Und ich glaube ja, dass ihr ihn oder wieder auf ihn zurückgekommen seid, weil ihr ihm zugetraut habt, dass er die wirklich schon sehr lange existierende, fehlende Konstanz in der Mannschaft endlich mal behebt. Ich glaube, das war das Hauptargument. Davon ist aber leider nichts zu spüren, auch wenn ihr in Champions League und Pokal noch dabei seid. In der Bundesliga ist es nun mal Platz 6. Ja, Alfred, aber das war ja genau, letztes Jahr hatten wir die gleiche, ähnliche Situation, da waren wir Zweiter oder Dritter, weiß ich gar nicht so genau, da habt ihr gesagt, ja, aber was nützt denn der zweite und dritte Platz, wenn man aus der Champions League rausfliegt, jetzt sind wir da noch drin. Ich habe ja eben schon gesagt, lass uns mal am 34. Spieltag, dann können wir uns nochmal zusammensetzen, können wir nochmal analysieren und dann schauen wir mal weiter. Und wir sind jedenfalls von Edin Terzic, wie gesagt, zu 1000% überzeugt. Und der ist hier beim BVB in Gänze total angesehen, weil ich sehe nicht mehr so häufig wie früher, weil ich heute einen viel größeren Abstand habe. Aber ich erfahre oder ich höre von allen Beteiligten, von Sebastian Kehl, von allen anderen, wie akribisch er arbeitet, wie fleißig er ist. Und lass den Jungen mal machen. Und der hat noch eine lange Zeit beim BVB vor sich. Unabhängig davon, ob er jetzt mal 3 Punkte oder 6 Punkte weniger oder mehr als sein Vorgänger hatte. Wir haben die Ruhe und auch die nötige Analysefähigkeit. Und dann werden wir am 34. Spieltag mal gucken, was haben wir in allen 3 Wettbewerben erreicht. Das erste Mal, wo er Verantwortung übernommen hat, Edin, da war die Ausbeute großartig, sollten wir jetzt auch nicht ganz vergessen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es dann in ein paar Monaten aussieht. Ich bin da nach wie vor, wir nehmen das ernst, was diese Woche passiert ist, aber wir sind da trotzdem immer noch der Meinung, dass wir unsere Ziele erreichen. Und ich bin total davon überzeugt, dass wir uns wieder für die Champions League qualifizieren. Ich habe Ihnen ja eben das Beispiel gesagt mit den 7 Mannschaften und das auf 12 Jahre Strecke ist das auch kein Zufall. Alfred, an dich mal die Frage. Hans-Joachim, was gesagt gerade, Terzic liebt den Verein, er ist ein Dortmunder Junge, er stand in der Fankurve, aber ist vielleicht gerade das gar nicht unbedingt ein Bonus, sondern manchmal auch ein Malus, wenn vielleicht manchmal etwas die kritische Distanz oder vielleicht sogar zu viel Herzblut reinfließt, dass er zu viel Energie lässt. Wie siehst du das? Also das unterstellt ja, dass Dortmund ihn deswegen nimmt, weil er ein Dortmunder Junge ist. Und ich glaube nicht, dass das die Intention von Aki Watzke und seinen Kollegen ist. Also dass er Dortmunder ist, kann ja nicht. Kann man hilft bei den Fans. Bei den Fans kann man ihm ja nicht zum Vorwurf machen. Nee, Vorwurf, aber es hilft bei den Fans ja auch. Also bei der Akzeptanz. Ich weiß nicht. Also ich sehe da keinen Nachteil, ehrlich gesagt. Aber dass er sich vielleicht zu sehr aufopfert für diesen Verein, dass er sich selbst dabei vergisst, kann das ein Problem sein, Herr Watzke? Oder sehen Sie da, dass er das ganz genau dosieren kann? Das ist natürlich mal eine ganz neue Komponente. Also, dass sich einer zu sehr mit seinem Verein identifiziert, ist jetzt mal. Ja, das gelingt euch ja auch immer wieder auf hohem Niveau. Also, ich sag mal so,
Ich habe diesen unterstellten Vorwurf habe ich nie gehört. Jürgen Klopp zum Beispiel wird ja auch immer wieder mal zitiert, hat sich 7 Jahre auch diesem Verein voll und ganz mit vollem Herz, mit voller Leidenschaft verschrieben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Weise geschadet hat. Und ich sehe da große Parallelen auch jetzt mit Edin, der auch, der diesen Verein sich auch genauso verschrieben hat, genauso wie ich das getan habe, genauso wie Michael Zorc das in seinem ganzen Leben getan hat. Also das, ich glaube nicht, dass Identifikation in irgendeiner Weise leistungshemmend sein kann. Jetzt kommen wir zu einem Thema. Gut, Terzic haben wir alle verstanden jetzt, da steht er 1000%ig hinter. Dortmunder Jung ist auch kein Problem. Mats Hummels sehr ist gut, ja auch danke so nochmal für die Zusammenfassung. Ja, bitteschön, gern geschehen, kostenfrei. Mats Hummels, Sie haben bislang geschwiegen dazu, dass er von Hansi Flick nicht nominiert worden ist für Katar. Jetzt würden wir alle gerne mal Ihre Meinung hören. Sind Sie sauer auf Hansi Flick? Haben Sie Verständnis für seine Entscheidung? Ich habe natürlich da eine etwas schwierigere Position. Ich bin auf der einen Seite natürlich verantwortlich für den BVB, aber ich bin auch erster Vizepräsident des DFB. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Entscheidungen vom Bundestrainer öffentlich kommentieren würde, wäre das nicht sehr stilvoll. Und demzufolge, ich habe eine klare Einschätzung, was die Leistungsfähigkeit von Mats Hummels angeht. Ich habe aber auch eine klare Einschätzung, dass das Recht des Bundestrainers natürlich ist, da die 26 zu nominieren, die er in Kombination des Ganzen für die beste Alternative hält. Das ist nun mal sein Privileg. Und ich habe mit beiden, ich habe mit Hansi Flick da lange drüber gesprochen und auch mit Mats Hummels. Und bin aber nicht der Typ, der das dann anschließend, das würde Sie sehr freuen, aber jetzt das bei Ihnen ausbreitet, was ich mit denen besprochen habe. Aber ich habe das sehr intensiv mitverfolgt, aber ich muss mich nicht zu allen Dingen äußern. Ich äußere mich ja ohnehin in der Öffentlichkeit relativ wenig, weil ich momentan relativ viel Arbeit habe. Und ich glaube, dass es für Mats eine riesen Enttäuschung ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Klar, Riesenenttäuschung. Glauben Sie auch, dass es ihm einen Knacks gibt? Gegen Gladbach hat er selbst geschrieben, dass er eine schlechte Leistung gebracht hat. Hängt da irgendwas zusammen, Nicht-Nominierung und Gladbach-Leistung? Ich glaube schon, dass es ein bisschen miteinander zusammenhängen kann, weil das Einzige, was ich aus den Gesprächen auch mit Mats verraten kann, ist sicherlich, dass er sehr angegriffen war dadurch. Und dass die zeitliche Abfolge war natürlich für uns auch ein bisschen unglücklich, Donnerstag, Freitag, dass das vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite ist Mats Weltmeister geworden, er hat zig deutsche Meisterschaften gewonnen und was weiß ich nicht alles, muss die Enttäuschung einfach verkraften. Aber jeder ist ein Mensch und ehrlich gesagt, wenn er dann nicht ein paar Tage extrem enttäuscht ist, dann hätte er auch die falsche Einstellung. Wir können noch einmal gemeinsam reinhören, wie der Bundestrainer, wie Hansi Flick, das begründet hat. Bei Mats war es einfach so, dass wir viele Spiele von ihm angeguckt haben, von Dortmund angeguckt haben. Und Mats natürlich schon auch in dieser, ja, man muss einfach sagen, er hat eine hervorragende Form, er ist topfit und hat jetzt Dortmund auch vieles gegeben. Ich denke, für ihn, für Dortmund wie ich ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Und wir haben uns halt entschieden im Trainerteam, weil wir natürlich auch vielleicht noch ein bisschen die Zukunft im Blick haben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben uns für einen jüngeren Spieler entschieden, nicht gegen Mats, sondern wir haben uns für die Mannschaft entschieden. Mats kann, glaube ich, jeder Mannschaft gut tun und trotzdem war das für uns einfach auch den Blick dann eher so in die Zukunft. Herr Watzke, letzte Frage zu diesem Komplex Hummels. Er sagt, Hansi Flick, er hat eine super Hinrunde gespielt, er ist topfit, er hat Dortmund sehr viel gegeben, aber am Ende nimmt er ihn trotzdem nicht mit. Ist es nicht so, dass er sich da auch widerspricht, weil bei der WM sollten ja nicht die größten Talente, sondern die formstärksten Spieler dabei sein? Nein, ich finde nicht, dass er sich widerspricht, weil er hat das ja erklärt,
dass er dann auch vielleicht, er ersetzt ja durchaus, es gibt ja noch ein paar extrem gute Innenverteidiger für die Nationalmannschaft. Er setzt sicherlich auf Niklas Süle, auf Nico, auf Rüdiger. Und dann hat er eben noch Bella Kotschap jetzt dabei und auch Matthias Ginter ist noch dabei, die dann aber auch möglicherweise dabei sind, um auch, also speziell Bella Kotschap, um ein bisschen zu lernen, um sich an das Niveau zu gewöhnen, um auch die Eindrücke mitzukriegen. Und wir haben einfach die Innenverteidigung ist nicht unser Problem. Wir haben ein paar Positionen, wo wir deutlich nicht so gut besetzt sind, wie wir auf der Position der Innenverteidiger besetzt sind. Und ich denke mal, dass das für ihn, dass das für Hansi Flick ein ausschlaggebender Punkt war. Aber nochmal, wir müssen jetzt nicht drüber reden, wie ich zu Mats Hummels stehe. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Aber es ist einfach die Entscheidung des Bundestrainers, die haben wir zu akzeptieren. Punkt. Aus. Alfred, akzeptierst du sie auch so? Wir haben sie aber als Journalist zu akzeptieren, aber wir können sie auch kommentieren. Und da du das nicht tust, will ich das jetzt mal absolut machen. Will ich das jetzt mal machen. Es gibt ja ganz viele Vermutungen, Thesen, warum Mats Hummels nicht berücksichtigt wurde. Es könnte natürlich auch sein, Aki, auch da wirst du jetzt nicht nicken oder den Kopf schütteln, aber es könnte natürlich auch sein, dass die Trainer sagen, die Leistung reicht nicht mehr für eine Weltmeisterschaft. Wir dürfen nicht vergessen, dass Mats Hummels schon mal von Jogi Löw ausgemustert wurde. Es gibt, und das ist nicht unberechtigt, immer wieder die Befürchtung, dass er zu langsam sei. Und es kann ja einfach nur sein, und das ist meine Meinung, dass es einfach mit der Leistung nicht mehr reicht. Und dass er, und da gebe ich dir recht, genügend Alternativen hat, um hinten eine gute Abwehr aufzustellen. Ja. Ja, was gegen deine These spricht, lieber Alfred, ist ja, dass der Hansi Flick genau eben das Gegenteil gesagt hat. Und von daher kann ich mich also mit der These nicht komplett anfreunden. Aber da lässt sich jetzt auch lange drüber interpretieren. Du hast deine Meinung, die ist ja auch in Ordnung, wenn du das so empfindest. Ich habe grundsätzlich eine andere Meinung. Ich glaube, dass leistungsmäßig der Mats Hummels das hätte auf jeden Fall hinkriegen können. Aber nochmal, ich akzeptiere auch voll und ganz die Entscheidung von Hansi Flick. Und demzufolge ist das eben, das Schöne ist, dass man da jetzt noch eine halbe Stunde drüber diskutieren kann. Aber am Ende ist die Entscheidung gefallen und die ist zu akzeptieren. Also eine halbe Stunde werden wir bestimmt nicht diskutieren. Aber eine Frage fällt mir jetzt doch noch ein. Wenn Sie sagen, und Hansi Flick auch, es liegt nicht an der Leistung, liegt es vielleicht daran, dass Mats Hummels ja auch so eine Art Chefkritiker ist beim BVB und auch in seiner Nationalmannschaftszeit und dass Hansi Flick dem aus dem Weg gehen will? Müssen Sie nicht mich fragen, sondern müssten Sie dann schon den Bundestrainer fragen. Und das mit dem Chefkritiker, das ist immer so eine Geschichte. Mats ist bei uns in vielen Spielen Kapitän, dass er dann auch mal was sagt, das haben wir schon lange besprochen. Wir wollen immer mündige Spieler. Wenn aber einer mal was sagt, ist es dann auch wieder nicht in Ordnung. Ich finde, dass Mats da bisher eine positive Rolle gespielt hat. Bei der Nationalmannschaft ist es eine andere Situation. Da gibt es andere Spieler, die da die Führungsrolle haben. Und von daher, ich kann da wenig zu sagen. Ich kann nur sagen, dass Mats sich bei Borussia Dortmund, der spielt ja nun schon viele Jahre für Borussia Dortmund, immer korrekt verhalten hat. Eine andere Nominierung, die mit dem BVB ja nur indirekt zusammenhängt, Mario Götze, hat mich persönlich total gefreut, dass er über den Umweg Eindhoven-Frankfurt jetzt wieder reingerutscht ist. Hätte er das auch geschafft, wenn er beim BVB geblieben wäre? Ja, das ist ja die Frage. Ich hatte ja mit Mario diese Woche auch Kontakt und habe ihm natürlich auch gratuliert. Und wir haben immer einen guten Kontakt gehabt. Und wo wir ihn von Bayern geholt haben, da hatten wir ja genau diese Intention, dass er bei uns so spielen sollte, auch die Rolle und auch die Art und Weise, wie er jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt. Nur das muss man selbstkritisch auch sagen, wir haben es nicht hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Kam ja damals, Thomas Tuchel war damals, glaube ich, Trainer und danach war Peter Bosch Trainer. Aber wir haben es in Gänze als Kollektiv nicht hinbekommen, ihn auf das Niveau zu heben wieder. Das kann natürlich auch ein bisschen an Mario selbst gelegen haben. Fakt ist eins, die Frankfurter haben das sehr, sehr gut gemacht.
Der Transfer war top, tut der Bundesliga gut. Der Oliver Glasner hat ihn top hingekriegt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Mario, weil ich habe Mario schon spielen sehen, da war er 13 oder 14, dass Mario dabei ist. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Alternative für die Nationalmannschaft. Dann macht uns sicherlich besser. Ein anderer Dortmunder ist ja auch dabei, Karim Adeyemi. Der hat jetzt eine Hinrunde hinter sich, kein Tor, keine Vorlage. Da waren ein paar Experten überrascht, dass er dabei ist. Sie auch? Nein, überrascht war ich nicht, weil ich ja ungefähr, dadurch, dass ich ja die Nationalmannschaft mittlerweile auch von innen verfolge, weiß ich natürlich auch, was Trainerteam sich von Karim erwarten. Und Karim hat natürlich eine enorme Qualität, das heißt vor allen Dingen natürlich einen unfassbaren Speed. Und wir haben es ja gegen Bayern München zum Beispiel gesehen beim 2-2, wo er mit seiner Einwechslung dort sich das Spiel auch nochmal völlig neu definierte. Und das sind die Momente, auf die natürlich die Nationalmannschaft auch setzt. Und wir haben ja schon gesehen, auch 2018 gesehen in Russland, dass uns das Speed heute im Fußball natürlich das Ein und Alles ist und gerade im Offensivbereich. Und da hat er was zu bieten, aber wir dürfen auch nicht vergessen, er ist 20 Jahre, er ist noch mitten in seiner Entwicklung und wir haben da mit Karim haben wir einen Potenzialspieler geholt, aber wir wussten natürlich auch, dass der Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Aber nochmal, wir haben glaube ich fünf, die Bayern haben 7 Spieler dabei, wir haben 5 dabei, wenn unsere Mannschaft so schlecht ist, wie das gerade hier so ein bisschen auch anklingt, oder so schlecht wäre, dann wundere ich mich auch darüber, dass so viele Spieler von uns dabei sind. Karim ist sicherlich einer, der in bestimmten Situationen der Mannschaft etwas geben kann. Davon bin ich überzeugt. Würde mich mal interessieren, allgemein die Meinung hier bei Ihnen und mit den Kollegen. Haben wir einen Kader, um Weltmeister werden zu können? Herr Watzke. Ja gut, die ganz großen Favoriten sind sicherlich andere. Ich glaube, dass Brasilien, Frankreich extrem große Chancen haben oder einen guten Kader haben. Ich glaube, dass wir einen Kader haben. Wir haben 7 Spieler von Bayern dabei. Ich habe es gerade schon gesagt, die auch jetzt international wieder in der Champions League auf höchstem Niveau agiert haben, alle 18 Punkte geholt haben. Wir müssen uns nicht verstecken. Ich glaube, Deutschland ist meistens zu Turnieren gefahren. Vielleicht war es 74 mal ein bisschen anders. Da mussten wir auch nicht fahren, da waren wir zu Hause. Aber wir sind oft haben wir Titel gewonnen, wenn wir nicht so der absolute Top-Favorit waren. Und ich glaube, dass wir eine sehr gute Rolle spielen können. Aber die Top-Favoriten sind für mich andere. Aber wir sind immer in der Lage, auch gegen jeden zu gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Was soll man sagen? Ja. Ich glaube, dass Aki recht hat, dass wenn man die Franzosen sieht oder die Brasilianer und andere auch noch, dass sie sicherlich sehr gut besetzt sind. Andererseits glaube ich, dass wir wirklich einen Kader haben, der ganz vorne oder bis zum Schluss mitspielen kann. Allein das zentrale Mittelfeld mit den beiden Sechsern von Bayern München, davor Musiala. Ich glaube, wenn wir dann noch jemanden finden, der vorne das Problem der Neun löst, weil ohne Neun geht es nach meiner Meinung nach nicht, dann haben wir eine richtige Chance, Weltmeister zu werden. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, um mal eine kurze Pause zu machen, liebe Zuschauer. Nach der Werbung geht es natürlich gleich weiter mit Hans-Joachim Watzke. Wir werden weiter mit dem BVB-Boss sprechen, auch über die WM in Katar. Wird natürlich unser Thema sein. In einer Woche geht's los, die Jagd nach dem Titel. Bis gleich, bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei der Lage der Liga. Hans-Joachim Watzke ist weiterhin bei uns zugeschaltet und wir wollen über die WM reden in Katar und da natürlich auch über die Kritik an Katar, die noch einmal befeuert wurde durch eine Aussage des Katar-Botschafters Khalid Salman, der über Homosexualität gesprochen hat und da ein paar Sätze von sich gegeben hat, die hier zu Recht in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern für Bestürzung gesorgt haben. Seiner Meinung nach seien Homosexuelle geistig geschädigt, wenn ich das so ungefähr wiedergeben darf. Und auch Hansi Flick wurde darauf angesprochen bei der Pressekonferenz, bei der Kaderbekanntgabe und hat Folgendes gesagt. Was uns sprachlos macht, fassungslos, das ist in der heutigen Zeit einfach so passiert. Also ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir als DFB
auf der einen Seite natürlich auch die Spieler ganz klar uns auf den Sport, ja, dass wir die Chance haben, auf den Sport zu konzentrieren, aber klar auch ansprechen müssen, was die Menschenrechtssituation in Katar vor Ort auch ist. Und da müssen wir unsere Augen, unsere Ohren aufhalten. Und ich glaube, das ist letztendlich auch unsere Aufgabe. Das wollen wir auch tun. Also wir wollen uns da nicht wegducken, sondern wir wollen ganz klar auch auf die Missstände dann dementsprechend, wenn es passiert, auch dann aufmerksam machen. Ich glaube, wir haben vor Ort dann normalerweise nochmal einen Hebel. Und deswegen ist, glaube ich, ganz klar, dass das natürlich von uns auch so, oder dafür steht der DFB, dafür steht die Mannschaft. Ich glaube, es haben schon sich einige Spieler gemeldet und von daher, glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Ich glaube wirklich, dass es enorm wichtig ist, dass diese 26 Spieler natürlich wirklich die Chance haben, sich auf das zu konzentrieren, für das, was wir alle dort sind, nämlich auf den Sport, möglichst erfolgreich da auf Fußball zu spielen. Die Spieler ja, aber wir können uns natürlich nicht nur auf den Sport konzentrieren, Herr Watzke. Er war fassungslos, sagt Hansi Flick. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben, was der Katar-Botschafter da von sich gibt? Ich habe das erst gar nicht geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so einen kompletten Schwachsinn zu verzapfen, das ist unglaublich. Und ich habe ehrlich gedacht, das wäre in irgendeiner Weise, das wäre ein Fake gewesen. Weil ich hätte gar keine Fantasie gehabt dafür, dass jemand, der als WM-Botschafter da fungiert, so etwas erzählt. Und gut, das öffentliche Echo war ja auch deutlich. Und ich glaube, an der Position des DFB und aber auch vom BVB gibt es ja nun überhaupt nichts darüber zu diskutieren. Wir kämpfen seit Jahren gegen jede Form von Rassismus. Wir kämpfen seit Jahren gegen Homophobie. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Und wir werden das ja auch immer wieder auch dort vor Ort klar uns positionieren. Haben wir auch schon getan. Bernd Neuendorf macht das für meine Begriffe auch sehr gut. Was Hansi gesagt hat, ist aber auch richtig. Wir müssen jetzt, je näher es aufs Turnier zugeht, müssen wir der Mannschaft schon auch die Möglichkeit geben, sich auf den Fußball zu fokussieren. Denn am Ende des Tages fahren wir nach Katar, um Fußball zu spielen. Und wenn aber die Spieler, die dann darüber hinaus sich noch in der Lage fühlen, auch noch während des Turniers dann Stellung zu beziehen, dann sollen die das machen. Wir müssen aber auch Respekt vor den Spielern haben, die jetzt einfach sagen, lass uns mal jetzt eine klare Aufgabenteilung machen, dass der Verband und die Offiziellen sich deutlichst positionieren und wir uns aber auch mal ab und zu auf den Fußball konzentrieren. Das ist, glaube ich, der richtige Mix. Und niemand steht ja bei uns unter Verdacht, da diesen Wahnsinn da in irgendeiner Weise zu unterstützen oder auch nur billigend hinzunehmen. Aber wäre es dann nicht ein gutes Zeichen, denn doch, wenn Manuel Neuer als Kapitän die Regenbogenbinde tragen würde? Bei dieser One Love verquasten. Ja, aber das hat. Ja, ich kenne ja da eure Position und Fakt ist aber auch eins, dass die Kapitäne der größeren Fußballnationen sich da, glaube ich, abgestimmt haben. Und wenn wir jetzt da wieder aus dieser gemeinsamen Aktion da ausscheren, dann sieht das vielleicht auch wieder ein bisschen so nach dem eigenen Weg aus. Also ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich nicht genau weiß, wie da die Situation auch zwischen den einzelnen Landesverbänden ist, oder zwischen den Mannschaftskapitänen ist. Also ich finde, dass man dieses schon mal gemacht hat, ist ja der richtige Weg. Wenn sich jetzt die Kapitäne der großen Verbände darauf einigen würden, wir spielen jetzt mit einer reinen Regenbogenbinde, ja, wäre es doch auch absolut in Ordnung. Aber das sollten wir doch jetzt mal die Spieler mal untereinander oder die Mannschaftskapitäne untereinander regeln lassen. Ich glaube an unsere Haltung, und das ist ja das alles entscheidend, dass wir eine glasklare Haltung haben. Und da ist es nicht so bedeutsam, ob jetzt die Binde so oder so aussieht, sondern die Haltung und alles, was sich dahinter verbirgt, ist glasklar. Und ich glaube, da gibt es aber auch nicht im Ansatz und auch von niemandem im Ansatz irgendeine Kritik dran, dass wir eine glasklare Haltung haben. Für mich, wenn ich das sagen darf, ist diese Binde One Love trotzdem irgendetwas, was keine klare Aussage hat. Und ich glaube, wir knicken da etwas ein. Thema Einknicken. Es ist ganz viel im Moment von Doppelmoral die Rede. Und dort ist vor allen Dingen die Politik in der Kritik. Unvergessen der tiefe Diener, den unser Wirtschaftsminister Habeck im März vor dem katarischen Energieminister gemacht hat, weil er, glaube ich, Gas kaufen wollte.
Der Bundeskanzler war vor Ort, hat nicht ein kritisches Wort gefunden in der Öffentlichkeit. Den Fußballern und der Fußballszene wird aber aufgebürdet, dass man kritisch sein muss, dass man die Missstände ansprechen muss. Wird der Fußball dort ein wenig missbraucht? Und die Politik macht sich einen schlanken Fuß? Ja, erstmal bin ich dir sehr dankbar für diesen Einwurf, weil das ist auch mein Eindruck. Der Fußball ist ja seit Jahren immer im Problem, dass der Fußball soll immer die Dinge lösen, die die Gesellschaft sonst nicht mehr hinkriegt oder die Politik. Wir müssen schon auch fairerweise zugeben, dass es ja nicht nur die Politik ist, sondern auch große Unternehmen in Deutschland, DAX-Konzerne, ja auch um Finanzhilfen oder um Investitionen aus Katar buhlen. Und das ist ja auch völlig klar und auch bekannt, dass die Kataris auch in großen deutschen Unternehmen namhafte Aktionäre sind. Und wir haben es eben schon besprochen, Wirtschaftsminister reist nach Katar und bittet um Hilfe, Bundeskanzler war da. Aber der Fußball soll dann immer alles lösen und das ist ehrlicherweise auch ungerecht. Was aber nicht heißt, dass wir eine klare Haltung haben und diese klare Haltung auch nach draußen dann eben entsprechend zeigen. Alfred, an dich mal die Frage. Es gibt ja sehr, sehr viele Fußballfans, auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis, die sagen, sie gucken es nicht, obwohl sie jede WM bisher und jede EM geschaut haben, begeistert. Es gibt Aufrufe in den Bundesliga-Stadien, boykottiert diese WM. Was hältst du davon? Kannst du es verstehen? Also es ist erstmal jedermann selbst überlassen. Wenn jemand sagt, ich schaue es nicht, dann soll er es nicht schauen. Ich für meinen Teil halte das für nicht richtig, weil erstens ändere ich dadurch nichts mehr. Die Sponsorenverträge sind unterschrieben, die Eintrittskarten sind verkauft. Ob ich jetzt den Fernseher einschalte oder nicht, glaube ich, ändert an den Missständen nichts. Ich werde schauen, weil ich glaube, dass nichts zu schauen, also das Ausschalten, Wegschauen heißt. Und ich würde mich schon dafür interessieren, was da sich abspielt und würde gerne erfahren, gibt es wirklich Missstände? Und vor allen Dingen, und das ist für mich das Allerwichtigste, was muss eigentlich geschehen, damit es eine WM wie in Katar nie mehr geben wird? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage auch an Aki Watzke. Was muss geschehen, damit es nie wieder WM in Katar gibt? Würde der FIFA von heute das eigentlich nochmal passieren? Da bin ich mal auf die Antwort gespannt. Das kann ich auch nicht sagen, weil ich kenne die handelnden Personen im FIFA-Exco nicht. Ich kandidiere ja jetzt im April für das UEFA-Exekutivkomitee, weil ich auch in den letzten Jahren einfach das Gefühl gehabt habe, ich habe ja 17 Jahre lang mich gegen alles gewehrt, was in diese Richtung lief, habe aber jetzt zunehmend durch Corona auch bedingt das Gefühl gehabt, dass man auch ein bisschen mitmischen muss, sonst dringt man nicht durch. Ich glaube, dass in der UEFA zum Beispiel die Strukturen jetzt sehr, sehr gut sind. Die UEFA wird ja auch viel kritisiert, aber ich habe den Eindruck, dass die letzten Jahre sehr viele positive Entscheidungen getroffen haben. Und dann lerne ich wahrscheinlich auch mal ein paar Leute aus der FIFA-Exco kennen. Da habe ich ohnehin eine gewisse Grundskepsis dieser Entscheidung ist damals unter bestimmten Umständen zustande gekommen. Ob sie heute noch mal so zustande kämen, habe ich Zweifel, bin ich aber auch nicht komplett sicher. Nur was Alfred Draxler sagt, ist ja auch richtig. Wir ändern nichts, indem wir uns einfach von allem fernhalten. Es gibt, glaube ich, bei den Vereinten Nationen 200 Staaten und unsere Kriterien von Demokratie und Vielfalt und ähnlichen Dingen erfüllen dann vielleicht 30, vielleicht 40. Das würde aber im Umkehrschluss bedingen, dass wir 3/4 der sporttreibenden Nationen von allem ausschließen oder uns von allem ausschließen. Und zu glauben, dass dann irgendetwas auf der Welt besser würde, da muss man schon eine gehörige Portion an Naivität auch haben. Ich glaube, dass viele Begegnungen und wenn auch jetzt die Fußballfans nach Katar gehen und da werden ja dann auch alle Gruppen dort sein, werden auch ihr persönlich liberales Lebensbild dann auch nach Katar tragen. Und ich glaube, schaden wird das ganz bestimmt nicht. Ich glaube sogar, dass durch solche großen persönlichen Beziehungen, die dann in hoher Zahl stattfinden, dass sich dann auch mittelfristig in der Entwicklung was ändert. Und auch wir Deutschen müssen auch mal fairerweise sagen, dass wir in vielen Bereichen auch in den letzten 50 Jahren erst Entwicklungen vollzogen haben, die wir jetzt auch zugegebenermaßen anderen auch erst zustehen müssen. Also dass wir
Bei uns waren viele Themen vor 50 Jahren auch noch anders gelöst als jetzt. Gut, wir werden das beobachten. Ich habe da eine Skepsis, ob der Sport was ändern kann. Aber Sie haben gerade das Stichwort UEFA gebracht. Eine Frage noch zu einem Phantom. Es gab am letzten Dienstag eine Sitzung, an der Sie teilgenommen haben, in Lyon am UEFA-Sitz mit dem neuen Vertreter der Super League, mit Bernd Reichert, früherer RTL-Chef, der jetzt für Juventus, Real und Barcelona die Interessen dieser Super League vertreten soll. Haben Sie nach diesem Treffen mit den Super League-Leuten das Gefühl, das Thema kommt wieder hoch? Die wollen ja ein bisschen was ändern, die wollen ja nicht mehr diese Closed-Shop-Liga haben, sondern wollen ja offen sein für sportliche Qualifikationen. Also schnelle Frage, Super League, gibt es die wieder, wird es das Thema wieder ernsthaft kommen oder bleibt es ein Papiertiger? Dass dieses Thema wieder kommen wird, das ist ja medial gar nicht zu verhindern. Wer Florentino Perez kennt und wer die anderen beiden Clubs kennt, der weiß, dass die natürlich auch viele Interessen haben, warum dann vielleicht aus ihrer Sicht so etwas nötig sein sollte. Ich sage, unsere Position war klar, das war aber am Dienstag. Ich habe am Dienstag da auch ein klares Statement abgegeben, dass Borussia Dortmund niemals in der Super League spielen wird, unter keinen Umständen, definitiv nicht. Und das gilt und das bleibt auch so. Und ehrlicherweise, dieser Kampf um die Super League und wer da jetzt versucht, die durchzudringen, man kann ja alles versuchen. Man kann auch versuchen, auf dem toten Pferd ein Rennen zu gewinnen. Das wird aber nicht funktionieren. Für mich wird die Super League nicht kommen, zumindest in einem überschaubaren Zeitrahmen von, ich weiß nicht wie viele Jahren, aber ich sehe aktuell überhaupt keine Realisationswahrscheinlichkeit. Und das ist mit Hinblick vor allen Dingen auf die Fans und auf bezahlbare Eintrittspreise, wo wir ja gerade in Deutschland immer sehr stark für plädieren, ist das auch genau richtig so. Noch eine Frage an den Funktionär oder fast schon Multifunktionär Hans-Joachim Watzke zum Thema DFL. Die Bundesliga möchte gerne einen gewissen Prozentsatz ihrer Medienerlöse, also TV-Gelder, an Private-Equity-Firmen verkaufen. Es sind von Milliarden Einnahmen die Rede. Jetzt hat mich überrascht, dass alles, was in diesem Jahr schon über die Bühne gehen wollte, abgebrochen wurde und alles auf das nächste Jahr verschoben ist. Heißt das, dass die Pläne ja schon ad acta gelegt werden oder wie sieht der Stand dort aus? Ja gut, ich bin ja nicht in der Geschäftsführung der DFL, sondern ich bin Aufsichtsratsvorsitzender. Aus meiner Sicht, glaube ich, gibt es nach wie vor ein großes Interesse der Investoren. Es gibt ja auch von uns aus ein Interesse, da jemanden zu beteiligen, aber immer nur als Eigenkapitalgeber innerhalb, aber auch nur für eine Schwelle, die keine beherrschende Stellung auslösen wird. Und ganz ehrlich gesagt auch nur dann, wenn wir dadurch auch deutlich mehr Einnahmen erzielen können. Ich glaube, der Prozess dauert ein bisschen länger. Das ist so, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Ich glaube aber, dass es auch vielleicht dann ein bisschen der Tatsache geschuldet ist, dass vielleicht auch Genauigkeit etwas vor Schnelligkeit geht. Also ob der Prozess am Ende irgendwann erfolgreich abgeschlossen wird, kann ich jetzt eh nicht sagen, weil die Entscheidung treffen 36 Clubs und sonst niemand. Das ist auch ganz deutlich. Und das muss aber auch vernünftig vorbereitet werden. Herr Watzke, wir befinden uns auf der Zielgeraden unseres Interviews und dieser Sendung, aber wir sind natürlich noch nicht fertig und das weiß der regelmäßige Zuschauer von Lage der Liga, bevor wir nicht Stimmt oder Stuss gespielt haben. Sie schon kennen, wir haben jetzt Thesen für Sie, zwei Stück. Und Sie können dann jeweils knackig antworten mit Stimmt oder Stuss und auch noch gerne kurz erklären, warum. Die erste These lautet, Jude Bellingham hat doch eine geheime, fixe Ablöse. Sie ist bisher nur nicht rausgekommen. Stuss. Wow, oh gut. Das ist eine klare Antwort, oder? Erledigt, ja. These. Ja, finde ich auch. Ja. Dann haben wir ja Zeit für die zweite These. Hans-Joachim Watzke wird noch bis zu seinem 70. Lebensjahr BVB-Geschäftsführer werden und dann Präsident des BVB.
Da komme ich mit den beiden Worten nicht hin. Franz Müntefering hat ja mal gesagt, das Amt des SPD-Vorsitzenden, was ich jetzt nicht nachvollziehen konnte, ist das zweitschönste nach Papst. Eins, für mich ist aus meiner Weltanschauung heraus, ist das Amt des BVB-Präsidenten das schönste, noch vor Papst. Aber das bestimmen die Mitglieder von Borussia Dortmund und nicht ich. Also mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Was ich Ihnen aber hundertprozentig sagen kann, ist, dass ich mit 69 nicht mehr Geschäftsführer von Borussia Dortmund sein werde. Das ist jedenfalls für mich völlig klar, weil irgendwann wird es Zeit, dass ich dann auch da jetzt einfach dann die Bühne freimache oder die Kapitänsbrücke freigebe. Das ist aber jetzt aktuell noch nicht das Thema. Wir haben gerade einen großen Umbruch, auch Borussia Dortmund. Wir haben es ja gesehen, Michael Zorc hat uns im Sommer nach vielen, vielen erfolgreichen Jahren verlassen. Jetzt geht Reinhard Rauball. Also ich muss jetzt schon noch ein bisschen das Ganze zusammenhalten und zusammenführen. Aber auch meine Position oder meine Amtsdauer als Vorsitzender dieser Geschäftsführung ist definitiv begrenzt. Aber Reinhard Rauball hat ja bewiesen, dass man auch als gesetzterer Herr immer noch ein guter BVB-Präsident sein kann. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich das nicht irgendwann machen würde, wenn die Mitglieder sich das wünschen. Aber das ist momentan nicht, überhaupt nicht das Thema, weil ich jetzt in diesem Amt, glaube ich, gerade auch voll gefordert bin mit allen Dingen, die da jetzt auf mich zukommen. Und wie gesagt, wir haben da auch deutliche Managementkapazitäten jetzt verloren. Und Reinhard Rauball war ja 23 Jahre BVB-Präsident, jetzt 18 Jahre am Stück, für mich einer der ganz Großen. Ihr habt das ja auch dankenswerterweise jetzt auch mal geschrieben. Und einer der ganz Großen als Präsident mit seiner persönlichen Art, mit seiner ganzen Gravitas und für Borussia Dortmund extrem wichtiger Mann. Und ich habe wunderbar mit ihm zusammengearbeitet. Über 18 Jahre, wir haben nie irgendwelche Friktionen gehabt. Das war für ihn oft sicherlich etwas schwieriger als für mich, weil er der viel Ausgleichendere ist. Und ich habe viel von ihm gelernt, bin auch ruhiger geworden, verkämpfe mich nicht mehr so, wie das vielleicht vor 15 Jahren noch der Fall war. Da hat er sehr viel Positives auch zu meiner Entwicklung dabei getragen. Also ich bin ja froh, dass ich auch weiterhin ab und zu mit ihm sicherlich sprechen werde. Aber da geht dann am nächsten Sonntag bei der Mitgliederversammlung wirklich ein ganz großer des Fußballs. Herr Watzke, eine Stunde Bild, Lage der Liga überstanden. Wir danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und es war kaum Schluss dabei. Ja, macht doch immer Spaß mit euch. Ja, und genau, dann wünschen wir noch einen schönen Tag, Herr Watzke. Viel Spaß in Katar. Und das war's von Stimmt oder Stuss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Walter und Alfred. Und wir freuen uns, wenn Sie uns bei der WM begleiten. Schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag. Tschüss.